Frenkel Fortset. Heute. Let's play Daisy Wiss Nachhilfelehrerin. Tag, ihr Nasenbären. Hier bin ich wieder, wie versprochen, mit meinem neuen Let's Play. Und zwar dem Let's Play Daisy with Nachhilfelehrerin. So, und jetzt treffe ich mich mit der Frau Schackram. Ich habe schon Funkkontakt aufgenommen. Hallo, Frau Schackram. Hallo, Harald. Gott sei Dank. Also, ich brauche dringend Hilfe. Ich habe es ja in der gestrigen Folge erklärt. Wie fangen wir jetzt an? Ich bin gerade frisch geboren. Und wo bist du denn geboren? Das habe ich vergessen. Wie Drakon ist das? Hast du, glaube ich, Drakon. Ja, genau. Genau. Das ist ganz da unten im Süden, im Südosten fast schon. Und ich bin in deiner relativen Nähe, denn ich bin in Staroy. Oh, was für ein Glück. Keine Ahnung, wo das ist. Das ist ungefähr, oder wird auf der Karte sogar ein Punkt von mir angezeigt. Das ist, ja, luftlinienmäßig, wenn ich jetzt mir mal einen Wegpunkt setze. Ich hoffe mal, der macht das, der Server. Also ich gucke jetzt mal erst, ob hier irgendwelche Zombies sind. Oh, was sehe ich denn da? Einen Kran. Doch, er macht das. Das sind circa 2,7 Kilometer von dir. Okay. Das ist ja nett. Wir haben uns gerade einen richtigen Server ausgesucht. Ich weiß nur nicht, wo ich hin muss, wie gesagt. Also ich habe jetzt hier einen Kran. Den habe ich vorher noch nie gesehen. Aha. Und dann sehe ich noch einen Leuchtturm, glaube ich. Auf so einer Felskuppe. Mhm. Und jetzt werde ich gleich schreien wahrscheinlich, weil ich Zombies sehe. Nee. Nee, das heißt, wenn du am Wasser stehst, links von dir ist der Kran und rechts von dir ist der Leuchtturm. Nee, wenn ich jetzt mit dem Arsch zur Küste stehe, dann ist der Kran links von mir. Und dann noch weiter hinten, also mehr im Rücken, dann ist der Leuchtturm. Aha. Ich würde jetzt auf den Kran zustürmen, aber wahrscheinlich... Nee, nimm lieber Richtung Leuchtturm. Den Leuchtturm. Weil, ja, weil wenn du da bist, wo ich jetzt vermute, Moment, nochmal die Karte aufrufen, dann bist du in der Nähe von Elektro-Savotsk, oder wie das ausgesprochen wird. Und Elektro. Elektro, genau. Das ist doch eine größere Stadt. Ja. Da hat mir einer in die Kommentare was reingeschrieben, geh doch mal nach Elektro. Da dachte ich mir, das ist schön, ich weiß noch nicht, wo das ist. Ja, es ist soweit schön, aber es ist auch, ich sag mal... Ja, sehr gefährlich. Okay, also wie ist das eigentlich mit der Fortbewegung? Soll ich jetzt eher robben oder reicht's gebückt? Wenn du mitten in der Pampa bist, kannst du ganz getrost rennen. Das mache ich jetzt auch gerade. Wenn du in der Nähe von Zivilisation kommst, sprich kleineren Dörfern oder so, oder Städten, sobald auch zumindest Zombies auftauchen, wäre es ratsam, wenn du dich bückst, solange du natürlich keine Waffe hast. Ja. Um diesen Zombies... Ja, schon etwas auszuweichen. Du kannst ihnen zwar mittlerweile davonrennen, indem du durch ja, die Wälder rennst, durch Büsche durch, ein bisschen zickzack durch die Tannen, die sind am besten, dass sie dich aus den Augen verlieren, das geht zwar schon, aber also ich mache das immer so, solange ich in der Pampa bin, renne ich ganz normal. Und sobald ich Zivilisation vor mir habe oder in der Nähe habe, gehe ich in Obachtstellung sozusagen und gehe gebückt und vorsichtig weiter. Ja, was mich gerade so ein bisschen irritiert, ist eben der Leuchtturm, der ist auf so einer Insel offensichtlich, da müsste ich durchs Wasser. Und, nee. Bei dem Kran ist, da ist noch irgendwas davor, das könnte ein Güterzug sein oder auch irgendwie Schilder, ich weiß auch nicht so genau, das sehe ich noch nicht so genau. Du könntest, wenn du Schilder siehst, könntest du mal hingehen und versuchen zu lesen, was auf den Schildern draufsteht. Ja, ich dachte aber, es sind eher so, wenn, dann sind es eher so Werbeschilder. Mal gucken. Achso, also keine weißen Straßenschilder. Nee, die stehen so nebeneinander. Das sieht halt irgendwie so aus wie... Was ist das Schilder? Oder das ist eine Mauer. Lärmschutzwall. Keine Ahnung. Sonnenkollektor. Scheiße, das ist ein Zombie. Das fängt ja schon wieder toll an. Ab durch die Büsche. Sofern er dich gesehen hat. Weiß ich nicht. Der ist direkt vor mir. Hinlegen. Ja, ja, ich lieg schon. Ich lieg schon die ganze Zeit. Er läuft genau auf meinen Weg. Das ist ja toll. Roll dich etwas zur Seite. Oh, wo rollen ist, habe ich mittlerweile raus. Ja. Es hat mich übrigens bei der gestrigen Folge, bei meiner Abschlussfolge, die haben Sie ja noch nicht gesehen, Frau Schackram, ne? Nein, noch nicht. Ich kam noch nicht dazu. Da hatte ich ja so Durst, da wollte ich ja was trinken. Ja. So, und dann hat es das Regnen angefangen. Und dann habe ich mir gedacht, warum kann ich mich jetzt eigentlich nicht auf den Rücken legen und trinken?
dann habe ich eben rausgefunden, wie man rollt. Aber es ist doch total bescheuert, dass man im Regen ertrinkt. So, jetzt. Ja, leider Gottes ja. Man kann also nicht schön brav die Hand irgendwie aufhalten und daraus aus der Handfläche schlurfen. Das geht leider nicht. Das ist ja genauso, wie gesagt, wie wenn ich mitten in der Metzgerei verhungere. Das ist doch, ich meine, das ist doch total bescheuert. Aber ich weiß schon, man darf nicht so viel Negatives sagen über das Spiel. So, jetzt was macht denn der jetzt? Wo läuft denn der hin da? Der aber sieht aus, als ob er besoffen wäre und gerade zum Pissen in die Gebüsche rein. So sieht er aus. 1 Kilometer bin ich noch von dir entfernt. Na dann. Dann kann ich ihn ja jetzt schon mal ärgern und sagen, komm. Und dann rennt er mir hinterher und dir in die Arme und dann erschießt du ihn. Das können wir so machen. Ich robb jetzt einfach mal weiter. Noch hat er mich nicht gesehen. Ach, da fällt mir gerade noch was ein. Die Symbole da rechts. Das eine unten ist Essen wahrscheinlich, ja? Mhm. Das da drüber, das wird Blut sein, oder was? Ja. Das wiederum drüber, das ist Durst. Mhm. Und was ist das vierte? Das ist deine Temperatur. Ah. Ach, scheiße. Also, dann war das doch meine Körpertemperatur, weil ich habe irgendwann mal Körpertemperatur gesehen. Ja. Und da hatte ich 41 Grad. Und dann dachte ich mir, hoffentlich ist das die Außentemperatur. Und dann war es tatsächlich die Körpertemperatur. Das ist ja peinlich. Ja, das ist ein bisschen komisch in dem Spiel. Also es kann sein, du spawnst auch mal neu und hast ganz normal 37 Grad oder 36 Grad. Aber im Spiel wird das irgendwie mit 32 Grad angezeigt. Mittlerweile haben sie das, also ich habe das jetzt bei mir nicht mehr in meinem D-Book-Monitor. Seit Shit! Der läuft in meine Richtung. Roll dich weg. Seit dem neuesten Patch, also musst du da auf dieses Symbol achten. Dreck aus der Hölle. Ich muss jetzt erstmal von dem Typen da weg. Der Punkt ist ja, meine Zuschauer haben ja meine Vorgänger-Videos eigentlich ganz gern gemocht. Ich habe immer schöne Likes gekriegt und schöne Klicks. Aber es gab dann halt lauter Mecker-Heinis. Die wollten, dass ich das... Wahrscheinlich wollten sie einfach oder wollen sie einfach, dass ich das ernsthafter spiele. Ne? Das fällt mir einfach ein bisschen schwer. So. Und das Problem ist ja auch, wenn du ein Let's Play machst, ja, wo du total ernsthaft spielst, gerade bei so einem Spiel, da kann es auch todlangweilig werden. Wenn du dann irgendwo dich verstecken musst und weiß der Geier was und die ganze Zeit gar nichts tust, nichts machst. Das ist klar. Ich hätte gern irgendwie so eine Mischung drin, das wäre das Beste. So, ich bin jetzt, glaube ich, den Zweien entronnen, weil da kam nämlich noch der Kumpel dazu, der war wahrscheinlich auch gerade im Gebüsch und hat irgendwie was verrichtet dort. Und jetzt bin ich hier an diesem Schilder-Dingsbums. Das sind keine Schilder, das ist wirklich eine Mauer. Also irgendwie so, schaut aus wie ein Lärmschutzwall. Mhm. Pass auf, ich komme jetzt gleich über einen Hügel rüber, dann könnte ich dich sehen. Oh Moment, ich habe ein Zelt entdeckt. Ja, und ich habe 1, 2, 3, 4 Zombies entdeckt. 5. Und ein Wildschwein hätte ich auch. Hast du zufällig Hunger? Ich hätte sonst Dosen Bohnen dabei. Ja, ich glaube, noch habe ich keinen Hunger. Ich habe auch in dem ganzen Spiel, glaube ich, noch nie was gegessen. War ich vorher tot. Okay. Insofern. Das Zelt ist leer, da ist nichts drin. Okay. Also ich bin jetzt mal von denen weggegangen, weil das ist mir etwas zu viel da vorne. Ich will ja jetzt nicht auch noch mit Nachhilfelehrerin auch noch sterben. Da bin ich ja total unten durch. Ach, das lasse ich nicht zu. So, pass auf. Ich sehe jetzt unten die Eisenbahn, die Straße. Ich sehe auch die Insel mit dem Leuchtturm vor mir. Ich muss nur den Hang hier vorsichtig runterrennen, weil wenn ich zu schnell runterrenne, fliege ich auf die Schnauze und breche mir unter Umständen was. Das kann dir nämlich auch passieren. Das hatte ich schon. Der Vorteil ist allerdings auch, wenn du ein paar Zombies an der Backe hast, kannst du dich denen so entledigen, weil die fliegen erst recht auf die Schnauze und sterben dabei gleich. Ja, aber das nützt mir ja nichts. Ich habe da nämlich mich gewundert, warum mein Typ nicht mehr aufgestanden ist. Also er ist zwar aufgestanden, aber hat sich dann gleich wieder hingelegt. Ja. Und erst dachte ich, das liegt daran, dass er einfach Beamter ist und sich ausruhen will und halt ein bisschen faul. Aber dann habe ich doch nach einer gewissen Zeit festgestellt, dass da ein Knochen eingeblendet war auf der rechten Seite. Und ja, jetzt bin ich hier wirklich direkt an der Küste. Ich liege jetzt direkt am Strand. Okay, dann komme ich mal zum Wasser runter, weil ich gehe jetzt über die Straße. Ich sehe links von mir noch eine weitere kleine Insel ohne was drauf. Rechts von mir die Steininsel mit dem Leuchtturm. Ja, genau davor liege ich rum. Davor liegst du rum, ja, okay. Und zwar außerhalb von dem Zaun. Da ist ein Zaun um dieses Gelände, was da jetzt ist, keine Ahnung. Ob das eine Stadt ist. Ich sehe es, ja. Mit dem Kran, da ist ein Zaun rum und ich liege halt quasi auf der Ostseite und will rüber machen. Genau, und vom Osten komme ich jetzt.
Du könntest, eventuell siehst du mich schon am Strand entlang laufen. Mir wäre lieber, du kämpfst von Westen und hättest Bananen dabei. Das wäre mir deutlich lieber. Bananen habe ich leider keine, ich habe nur Bohnen. Ja, ja, das ist ja das Furchtbare, man, im Osten, da ist immer alles aus. So, jetzt bin ich auf der anderen Seite. Ich glaube, ich habe einen Schuss gehört, aber das kann auch Paranoia sein. Nein, nein, nein. Vor allen Dingen, ich werde jetzt furchtbar erschrecken, wenn du plötzlich vor mir stehst. Oh ja, ich sehe einen Zombie. Der hat mich gesehen. Ja, komm her. Put, 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 put. Das kratzt dich irgendwie nicht, oder was? Auch nicht mehr. Sehr lustig ist ja auch... Oh Mann, das ist ein Parkplatz oder sowas, wo ich da bin. Das ist wahrscheinlich der Aldi. Jetzt sehe ich's. Der hat mich gehauen. Böser Zombie. Na. Muss ich mich erstmal verbinden? Ja, ja. Bis ich begriffen habe, wie man sich verbindet. Ich sag's dir. Warum funktioniert es nicht einfach, das Menü einfach mit draufklicken? So wie alle anderen Menüs auf der ganzen Welt. Gute Frage. Nicht, ne? Nächste Frage. Ja. Keine Ahnung. Das sind halt die Entwickler, die wollen es immer so ein bisschen komisch. Ja, die wollen es ein bisschen schwieriger machen. Also, ich bin jetzt wirklich direkt von so einem Parkplatz. Da robbe ich jetzt so ein bisschen nachher. Und rolle. Ja, ich habe den nächsten Zombie aufgeschreckt. Ach du Schande, was ist jetzt da los? Vielleicht sehe ich dein Gefecht schon, dann bewegt sich so einiges vor mir. Das ist jetzt ein bisschen... Bist du wahrscheinlich, der gerade rumrennt, oder? Am Strand, ja. Ah ja, okay. Ich bück mich gerade. Ja, ja, ich hoffe, du bist es nicht, der Zombie. Jetzt bist du nach rechts abgebogen, gell? Und jetzt kommst du wieder vor, hinter dem komischen Ding. Ja, wo bist du? Habe ich mich so gut versteckt, ne? Habe ich meine Lektion schon gelernt, gell? Ja, zeig dich. Warte mal, ich muss erst mal gucken. Hier, hallo. Hallo, hier. Ha? Ah, hallo, rechts. Was? Rechts von dir, links von dir. Links von dir. Jetzt da, ja, genau, diese Richtung. Da stehst du. Ja. Ich habe mich jetzt mal hingestellt. Jetzt werfe ich mich wieder zu Boden. Das ist ganz gut. Weil Zombies, die mögen komischerweise hier so diese Hafendinger überhaupt nicht. So, was machen wir jetzt? Also ich kann dir, wenn du magst, erstmal eine Wasserflasche geben, weil du hast ja, glaube ich, noch keine. Ja, aber ich habe auch noch keinen Durst. Also... Oder willst du mir jetzt die Sachen geben und schnell wieder abhauen? Nein, so gemein bin ich nicht. Das wäre Plan B gewesen dann. Dann kann ich wieder schauen, wie ich weiterkomme. Also ich könnte dich zumindest ein bisschen mit was ausrüsten. Also mit bisschen Verpflegung, was zu trinken, Medizin. Weil ich weiß, ich glaube, du hast vielleicht, glaube ich, gerade noch eine Bandage oder sowas. Ich werde mal kurz gucken. Ich habe eine Bandage, dann habe ich Painkiller. Ich weiß nicht, was die machen, keine Ahnung. Was die machen die? Wenn du unter Schock stehst oder Schmerzen hast, nehmen sie dir den weg. Das heißt, es kann sein, wenn du in der Ego-Perspektive bist und du zitterst, wenn du das Zittern anfängst, dann musst du Painkiller nehmen, damit das Zittern weggeht. Okay. Das hast du entweder, wenn du starke Schmerzen hast oder einen Schock. Gut, so weit bin ich noch nie gekommen, weil, wie gesagt, ich pflege ja dann in der Regel einfach zu sterben. So, dann haben wir hier noch ein Flashlight. Das habe ich einmal schon mal irgendwo kurz ausprobiert, als ich mal auf einem Nachtserver war. Das ist total bescheuert. Das siehst du ja, wenn du läufst, gar nichts. Der wackelt ja hin und her, der spockt und spunkt da rum und bewegt sich so total abgehackt. Ja, ja, klar, weil du mit der Taschenlampe in der Hand rumrennst. Ja, aber das ist doch völliger Schwachsinn. Ich kann doch meine Taschenlampe auch festhalten und gerade halten, wenn ich rumrenne. Außer ich bin, keine Ahnung, aus der Behindertenwerkstatt. Ich meine, das ist doch... Ja. Verstehe ich. Ich hätte es mir auch gewünscht, dass es so wäre wie bei Alan Wake oder so, aber ist es leider nicht. Okay, und dann habe ich hier noch den Petrol Pack. Das ist ja wohl ein Rucksack. Das ist den, wo du hast, genau. Und da sind die Sachen drin, oder wie muss ich das verstehen? Weil da steht ja nochmal Open Bag, keine Ahnung. Genau, du kannst also, wenn du Sachen findest, kannst du, wenn du dein Menü aufmachst, mit Open, also musst du auf den Rucksack raufklicken und dann Open Bag und dann kannst du da Sachen reintun oder rausholen, je nachdem. Okay, und Bandage und das Zeug ist jetzt wohl gerade drin? In deinem Rucksack oder in deinem Main Inventar? Das Main Inventar ist zum Beispiel jetzt da, wenn du deine Waffe siehst und deine Pistole. Das, wenn du gleich G auf, mit G das Menü aufrufst. Ja, ich habe ja mit G das Menü aufgerufen. Gibt's noch anderes? Nee, ich meine, das Main Inventar ist das, wenn du deine Waffe siehst, dein Rucksack, deine Pistole und da rechts nebendran teilen sich praktisch die Pistolenmagazine und die Verbände teilen sich praktisch diesen Waffenbereich. Also was ich nicht ganz checke, ist jetzt, was ist in dem blöden Rucksack drin und was nicht. Ja? Ich guck mal rein, ich kann ja in deinen Rucksack theoretisch reingucken. Was? Ja. Ich kann da reinstipitzen. Was? Ja, ja. Da scheint aber nichts drin zu sein. Warte mal, da müsste aber Open Dings Back dran stehen. Spannyware. Ja, knie dich mal hin, vielleicht geht es da besser.
Erheben Sie sich. Ah, jetzt kann ich deinen Rucksack öffnen. Also da ist nichts drin. Dann hast du in dem Fall deine Bandage in deinem Main-Inventar. Du hast noch 8 von 8 Plätzen hast du frei. Im Rucksack? Mhm. Und pass auf, ich tu dir jetzt mal was rein.